Hallo ihr Lieben, ich habe heute mir überlegt, es ist Freitag und ja, Sektchen wäre angebracht. Ich habe jetzt natürlich allerdings überlegt, ich habe im Sommer irgendwann mal, das ist schon ganz, ganz lange her, da habe ich auch noch nicht gefilmt, da habe ich mal Sektcocktail Bellini mit frischen Pfirsichen gemacht. Wir haben einen Pfirsichbaum im Garten und der hat eben halt zuckersüße Pfirsiche. Ja, die Zeit für Pfirsiche ist jetzt leider nicht, aber es gibt ja Dosen. Ich habe mir eine Dose Pfirsiche geholt, habe die abtropfen lassen. Und jetzt werden wir Sektcocktail Bellini machen. Das Schöne ist, also das Video heute wird auch nicht ganz so lange werden. Es könnte höchstens ein Schwarm aus meiner Jugend erzählen, was wahrscheinlich niemand interessieren wird. Also wie gesagt, 20 Sekunden, ihr Lieben, einfach nur pürieren, mit Sekt auffüllen, fertig. Und ihr habt einen super geilen Cocktail. Man könnte das Ganze auch alkoholfrei machen, für einen Kindergeburtstag einfach mit Wasser, mit Mineralwasser auffüllen oder eben halt, ja, mit anderen Früchten, also was auch sehr, sehr lecker schmeckt, das habe ich auch schon gemacht, Ananas pürieren und dann einfach mit diesem, wie heißt das doch nur gleich hier, nicht Malibu, Batida de Coco und Sekt, schmeckt super lecker, es schmeckt wie eine gefälschte Pina Colada, auch richtig, richtig lecker. Lange Rede, gar keinen Sinn, so viel dummes Zeug wollen wir gar nicht reden. Wir tun einfach ganz schnell das mal machen, weil Zeit ist Geld, ne? Ja, also Thermomix an. Ich habe jetzt hier einfach eine Dose Pfirsiche genommen, ne? Riechen tun die genauso. Ich meine, mit Pfirsichen, mit frischen, schmeckt es natürlich viel, viel besser. Allerdings sage ich euch gleich, habt da auch mehr Arbeit. Die müssen abgebrüht werden, damit zuerst damit die Schale schön abkriegen. Mit was es auch bestimmt gut ist, ist Nektarine. Bei Nektarinen geht es im Schälen wieder besser. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, einfach eine Dose Pfirsiche genommen, einfach rein im Thermomix. Und ja, 20 Sekunden Stufe 7 pürieren. Und ja, mit Sekt auffüllen, fertig. Ne? Also verschließen, dann mit plus die 20 Sekunden. 20 Sekunden. Stufe 7, 20 Sekunden halten wir jetzt auch alle aus, würde ich sagen. Leute, 20 Sekunden, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Zeit fürs Video zusammengebracht. Normalerweise machen wir ja immer aus, aber jetzt die 20 Sekunden habe ich genutzt. Reden konnte ich leider nicht viel, weil der Thermomix zu laut gewesen ist. Egal. So. Genial. Ich sag, ich finde immer alles, was so püriert ist, ne, kriegt auf einmal einen ganz anderen Geruchsstärke. Ja? Also das riecht jetzt hier auch wieder richtig lecker. Also jetzt steht hier im Rezept so, wie steht das jetzt hier wieder? Ein Teil Pfirsichpüree. Naja, wir tun ein bisschen mehr, würde ich sagen, rein, oder? Also die Farbe ist natürlich nicht so apart. Boah, jetzt klicker ich auch noch. Jetzt noch nicht mal. Ja, so passiert. Egal. Wir füllen mit Sekt auf und probieren einfach schnell mal. Und ja, den Dreck mache ich nachher weg. Passiert, ne? Passiert einfach. Man sollte halt auch im Normalfall in der Küche kochen und nicht Show kochen im Wohnzimmer machen. Ne? Es sei denn, man hat einen Thermomix, aber dann sollte man vielleicht trotzdem ab und zu mal ein Handtuch dabei haben. Sekt ist offen, das hat jetzt wenigstens geklappt, ohne zu kleckern. Ja, das funktioniert doch. Seht mal, hier, es funktioniert. Ja, von wegen, es funktioniert und kleckern. Sag euch, wenn der Sekt nicht so spulen könnte, wären wir auch schon wieder fertig. Von daher seht ihr mich jetzt wieder öfters immer noch in voller Breite. Ja. Also wie gesagt, im Normalfall funktioniert es, wenn es sauber ist und man eben halt ein Handtuch dabei hätte. Das macht mich jetzt hier gerade ein bisschen wahnsinnig. Egal. Ja, also das wäre jetzt hier Sekt. Cocktail Bellinis müsste man jetzt wahrscheinlich nochmal rumrühren. Das heißt, wir rühren es auch jetzt mal um. Das ist
mit. Uah. Leute! Sowas kommt von sowas, wenn es schnell gehen soll, ne? Also. Ich glaube, wenn ich jetzt abtrinken tue, habe ich nichts als Schaum, aber dennoch. Stößchen. Das probieren wir wenigstens mal. Ja. Schmeckt genial. Muss ich ja nochmal trinken. Mmh. Also wirklich super lecker. Ich sag euch, ein Genuss. Auch wenn mein Glas jetzt nicht so schön aussieht, ich tue jetzt noch her das Ganze ein bisschen schön anrichten. Dann habt ihr auch nochmal ein optisch schönes Bild von unserem Cocktail. Ja, für alle die, die sehen wollen, dass ich das auch hier ohne so eine Sauerei wie hier eben gerade, das regt mich auf, machen kann, drückt hier einfach unten auf Abonnieren. Und dann seht ihr, dass es auch manchmal ohne Kleckern geht. Heute war es mit Kleckern, deswegen ist das Video wenigstens auch ein bisschen länger geworden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, ein wunderschönes Wochenende und ja, genießt die Zeit. Alles Liebe bis dahin, macht's gut, ciao!